So, und ab jetzt und am Nachmittag spielt die Musik im Deutschen Bundestag. Da ist nämlich Sitzung und ich gebe ab direkt zu meinem Kollegen Gerd-Joachim von Fallois. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Morgen und übermorgen treffen sich die Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Und die Hauptthemen sind natürlich weiterhin die Unterstützung der Ukraine, aber auch die Lage im Nahen Osten. Der Bundeskanzler wird hier gleich hier eine Regierungserklärung dazu abgeben. Und er wird in dieser Regierungserklärung sicherlich zu Recht nochmal darauf verweisen, dass Deutschland mit weitem Abstand der größte Geldgeber aus Europa ist für die Ukraine. Das hat man auch gestern wieder gesehen beim Rammstein-Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe. Da hat der Bundesverteidigungsminister sich bereit erklärt, für Deutschland 500 Millionen zusätzlich dazu zu schießen. Herr Selenskyj, der Präsident aus der Ukraine, hat sich dafür schon bedankt. Aber eins bleibt auch wahr, der Ukraine fehlt in diesen Tagen vor allen Dingen eins, nämlich die Munition. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Michael Roth, er ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses von der SPD. Und Norbert Röttgen, er war das mal, ist jetzt normaler Abgeordneter der CDU und er ist der Abgeordnete, der laut Bundeskanzler über viel Geheimwissen verfügt. Können wir nachher noch mal drüber reden. Herr Roth, ich habe es gerade gesagt, es fehlen vor allen Dingen die Waffen. Die Europäer haben jetzt so ziemlich heute vor einem Jahr sich entschieden, 1 Million Schuss Munition, Artilleriemunition zu liefern. Das haben sie nicht geschafft. Es ist genau die Hälfte. Und das ist ein Riesenproblem in diesem Krieg für die Ukraine. Warum hängen die Europäer so zurück vom Anspruch, die Ukraine rückhaltlos zu unterstützen, bis zur Tatsache, dass sie eben nur die Hälfte von dem liefern, was sie vorher ankündigen? Das ist nicht nur ärgerlich, das ist auch brandgefährlich für die Ukraine, die in ihrem Freiheitskampf ein sehr schweres Jahr durchschreiten muss. Sie haben es gesagt, woran es vor allem mangelt, ist Munition, Munition, Munition. Die EU hat den Mund zu voll genommen. Wir wollten bis Ende dieses Monats 1 Million Schuss Artilleriemunition liefern. Wir kommen auf 500.000 und das reicht bei weitem nicht. Die Ukraine verbraucht monatlich ungefähr 200.000 Schuss. Und damit ist auch das, was gestern in Rammstein beschlossen wurde, nur ein sehr großer Tropfen auf einem nach wie vor heißen Stein. Und wir müssen jetzt endlich in die Puschen kommen. Das heißt erstens, wir müssen die europäische Wehrindustrie hochfahren. Zweitens, wir müssen, und das ist lange blockiert worden, auch mit europäischem Geld auf dem Weltmarkt die Munition kaufen, die wir kriegen. Und drittens kann ich es überhaupt nicht verstehen, dass 40% der Munitionsproduktion aus Europa exportiert wird in die Welt. Momentan brauchen unsere ukrainischen Freundinnen und Freunde diese Munition vor allem und da muss sie hingeliefert werden. Und ich kann nur hoffen, dass, so wie das unser Verteidigungsminister auch macht, die anderen Mitgliedstaaten auch ihre Arsenale durchforsten und schauen, was kann man kurzfristig in den nächsten Wochen und Monaten der Ukraine noch zur Verfügung stellen. Herr Selenskyj hat vor 2 Tagen auch noch mal ein paar Zahlen genannt, nämlich 130 Marschflugkörper sind alleine diesen März, und der läuft ja noch, auf die Ukraine abgefeuert worden. Tun wir genug, um die Ukraine zu unterstützen? Wir tun viel, aber eindeutig zu wenig. Die Lage wird schlechter, immer schlechter. Das Momentum ist auf Russland übergegangen. Eine mindestens 5-fache Munitionsüberlegenheit inzwischen auf russischer Seite. Der Krieg findet ja nur in der Ukraine statt. Und die Dramatik, es liegt ja nicht nur bei der Ukraine. Es sind ja auch unsere Interessen. Wenn dieser Krieg Erfolg hat, dann wird das Europa für Jahre und Jahrzehnte prägen. Es hat dramatische Konsequenzen für uns selber. Und wie gröbst fahrlässig europäische Regierungen mit dieser Situation unserer eigenen Betroffenheit umgehen und es nicht hinkriegen, ist unglaublich. Und die Lage wird immer ernster und ernster, eben auch für uns. Das Weimarer Dreieck hat sich gerade in Berlin getroffen. Man lächelte gemeinsam in die Kamera. Es schien alles okay. Der polnische Außenminister hat jetzt gerade heute oder gestern Abend, ich weiß nicht ganz genau, gesagt, er versteht die Deutschen nicht. Die ewigen Diskussionen, dieser Marschflugkörper wäre dringend notwendig, den wir liefern könnten, denn der würde weit hinter den Linien die Nachschubwege der Russen blockieren können. Und er sieht da auch ein System drin, weil gerade der deutsche Bundeskanzler bei jedem Waffensystem immer stundenlang gezögert hat, was dann gleichzeitig am Schluss dann doch geliefert wurde, aber eben natürlich zu vielen Toten auch in der Ukraine geführt hat. Diese Zögerlichkeit des Bundeskanzlers, der dann auch noch sagt, für ihn ist diese Taurus-Debatte erledigt, ist das nicht ein Hauptproblem auch von Deutschland?
Ein Hauptproblem wäre es, wenn wir nichts liefern würden. Wir sind bisweilen langsam, das gebe ich auch sehr kritisch zu, aber wir sind verlässlich, das bestätigen uns die Ukrainerinnen und Ukrainer auch immer wieder. Genauso wie viele andere im Bundestag hätte auch ich mir gewünscht, wenn wir das Wagnis eingegangen wären, auch den Taurus zu liefern. Aber ich habe das nicht zu entscheiden. Der Bundeskanzler hat es jetzt entschieden und er muss es auch verantworten. Und das respektiere ich jetzt erst einmal. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass uns eine fortwährende Streiterei über etwas, das derzeit nicht geliefert werden soll, aus Sicht der Bundesregierung, aus Sicht des Bundeskanzlers weiterbringt. Ich würde uns alle dazu ermutigen wollen, jetzt über das zu reden, worüber es gar keinen Streit gibt. Das ist die Munition, das ist die Luftverteidigung, das sind die Drohnen. Und die Staaten, die bislang schon Langstreckenraketen geliefert haben, wie Großbritannien oder auch Frankreich, die könnten ja dann auch noch mehr tun. Wir brauchen europäische Teamleistung. Es hängt nicht nur von einem Staat ab. Wir haben leider eine sehr große Zögerlichkeit und Zurückhaltung bei anderen großen Staaten. Auch Deutschland könnte noch deutlich mehr tun. Unsere Vorbilder sind ja nicht die Ungarn, sondern unsere Vorbilder sind die baltischen Staaten, Finnland, Dänemark, Tschechien, Staaten, die, wenn man das mal vergleicht mit der Einwohnerzahl und mit ihrem wirtschaftlichen Leistungsvermögen, auch mehr getan haben als Deutschland. Aber wenn ich kritisch auf Frankreich, auf Spanien, auf Italien blicke, dann ist da noch ganz viel Luft nach oben. Und auch bei unseren britischen Partnern, die sehr verlässlich sind, erwarte ich mehr. Der Völkerrechtler Alexander Wendker vom Max-Planck-Institut in Heidelberg hat gesagt, man wird erst dann Kriegspartei, wenn man zum Beispiel Zielkoordinaten für den Taurus mit NATO-Soldaten eingeben wird. Man kann, sagt er, als Franzose oder Deutscher durchaus in der Ukraine stehen und dort den Ukrainern dieses Zielkoordinatensystem beibringen. Muss ziemlich kompliziert sein, aber es geht. Aber man darf eben nicht die Koordinaten eingeben. Das scheint ja eine der Hauptsorgen des Bundeskanzlers zu sein. Oder bei Ihrem Disput vor einer Woche haben Sie verstanden, was er eigentlich gemeint hat. Denn Sie haben ja gefragt, wo ist der Unterschied zu den Franzosen und den Briten und uns? Genau, das war meine klare Frage. Aber auf die habe ich ja keine Antwort bekommen. Sondern es gab alle möglichen Dinge, aber jedenfalls keine Antwort auf die Frage. Und es ist ja auch bemerkenswert, dass ja der deutsche Bundeskanzler der einzige im gesamten westlichen Bündnis ist, der diese Frage permanent traktiert, der zu dem Ergebnis kommt, dass Deutschland in eine Zone gerät, in der uns kein anderer sieht, weder ein Völkerrechtler noch ein anderes Land. Er lehnt das für Deutschland ab, was andere Staaten machen, denen aber attestiert, dass sie dadurch auch eine Kriegspartei werden. Also er stiftet hier eine Verwirrung und eine Unsicherheit, die eben bei unseren Partnern und Verbündeten inzwischen sich zu dem der Einschätzung auch von Unzuverlässigkeit und Unberechenbarkeit verdichtet und übrigens einen richtigen Scherbenhaufen ja diplomatisch, außenpolitisch auslöst. Sein Verhältnis zum französischen Staatspräsidenten kann man als zerrüttet ansehen. Das wäre ohnehin schon schlimm genug. Aber das in Zeiten des Krieges in Europa, wo Europa entstehen muss, wo der deutsche Kanzler eine Aufgabe hat, die nicht durch andere ersetzbar ist, Europa zusammenzubringen, ist er wirklich eine Quelle von Problemen und Verunsicherung und Verwirrung. Und das muss sich ändern. Der deutsche Kanzler muss zur Stärke Europas beitragen, nicht zum Gegenteil. Herr Roth, die Ukraine braucht mehr Waffen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Es wird wahrscheinlich bis 2026 dauern, ehe man die Ansprüche der Ukraine erfüllen kann von Seiten der Europäer. Das ist genau der Zeitraum, wo Militärtaktiker damit rechnen, dass Putin seine Überlegenheit ausnutzen wird. Das bedeutet in der Frage, was kann man denn als Europäer, als Amerikaner jetzt noch mehr tun? Wenn man sich mal anguckt, der Kanzler hat ja nicht Unrecht, wenn er sagt, wir geben dieses Jahr alleine 7 Milliarden. Die Franzosen sind bei 3 und die Briten bei 2,5. Tun die anderen einfach zu wenig? Ich will hier keine Noten erteilen, weil es allen Ländern schwerfällt. Unsere Armeen in Europa sind allesamt nicht so ausgestattet wie beispielsweise die US-amerikanische. Und wenn der Kollege Röttgen Kritik am Bundeskanzler übt, das ist sein legitimes und gutes Recht. Dann will ich aber darauf hinweisen, dass auch der US-amerikanische Präsident sehr kritisch ist bei der Zurverfügungstellung von Langstreckenraketen aus amerikanischer Produktion in die Ukraine. Und wir müssen ja anerkennen, dass wir ohne das massive militärische Engagement der USA in Europa
bei weitem gefährdeter wären und vielleicht die Ukraine schon längst diesen Krieg verloren hätte. Und die alles entscheidende Frage ist, kriegen wir das in Europa auch für den Fall der Fälle hin, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr die Führungsverantwortung für den Frieden und für die Freiheit der Ukraine übernehmen werden? Das wird ganz schwierig. Ich halte das aber für möglich. Wir sind wirtschaftlich viel stärker aufgestellt als Russland. Wir haben das Potenzial. Es braucht leider sehr viel Zeit. Derzeit produziert Russland rund 2 Millionen Schuss Munition im Jahr. Wir können das wahrscheinlich erst im Jahr 2026 ergreifen. Deswegen brauchen wir ja auch pragmatische Lösungen. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, dass wir uns in Europa so schwer damit getan haben, auch andere zu fragen, ob sie noch Munition haben, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen können. Ich bin jedenfalls auch dem tschechischen Präsidenten sehr dankbar, der ja auch diese Initiative gestartet hat. Und wir beteiligen uns finanziell da ja auch in starkem Umfang dran. Aber es fehlt halt nicht nur am Geld, sondern es fehlt an der Munition, es fehlt an der Luftverteidigung, es fehlt an vielem anderen. Und da müssen wir uns jetzt alle fragen, wo wird unsere Sicherheit derzeit mehr gefährdet? In der Ukraine oder an unseren Grenzen? Es ist ein ganz schwieriger Abwägungsprozess, auch im Team NATO. Aber da müssen wir uns zusammenraufen und eine gemeinsame Linie finden. Und für mich hat der Freiheitskampf der Ukraine derzeit die oberste Priorität. 10.000 Artilleriegranaten hat der Verteidigungsminister gestern zugesagt. Interessanterweise sind das die Granaten, die jetzt schon im Bestand der Bundeswehr sind. Argumentationstechnisch schwächt das die Bundeswehr. Eines der Argumente des Bundeskanzlers, weswegen man den Taurus nicht liefern kann, weil diese Abschussrampen, von denen wir jetzt wissen durch das Leck im Verteidigungsausschuss, offensichtlich so wenige sind, dass wenn man die abgeben würde, seine eigenen Taurus-Raketen so nicht mehr starten kann. Also das sind doch Argumentationen mal von da, da ist doch keine Linie dahinter. Oder sehen Sie eine? Das ist leider genau so der Fall. Das ganze Thema ist ja jetzt schon fast ein Jahr alt, diese Taurus-Debatte. Und erstmal hat es ein Dreivierteljahr lang Schweigen des Kanzlers gegeben. Und es gibt permanent immer neue Begründungen, warum das nicht geht. Und die widersprechen sich zum Teil. Mal wurde ja gesagt, man kann damit den Kreml angreifen. Dann wurde aber gesagt, nein, das machen ja alles die deutschen Soldaten. Die würden ja bestimmt nicht den Kreml angreifen. Also es passt wirklich vorn und hinten nicht zusammen, was eigentlich nur einen Schluss zulässt, dass ganz am Anfang die Entscheidung des Bundeskanzlers stand, ich will das nicht. Ich, Scholz, will es nicht. Und ab da fingen alle Ausreden an, nicht sehr kunstvoll vorgetragen. Herr Roth, wenn man sagt, die Ukrainer kämpfen auch für die westliche Freiheit, wäre es dann nicht sinnvoll, dass man auch Waffen abgibt, die man selber hier brauchen würde? Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Putin in der Lage ist, auch Europa oder die NATO parallel anzugreifen, die ist ja nicht so hoch. Tun wir ja. Also wenn Sie sich den Zustand der Bundeswehr anschauen und wenn man den Expertinnen und Experten Glauben schenken darf, die sagen, wir wären noch nicht mal in der Lage, unser Land 2 Wochen lang zu verteidigen, zeigt das ja die Dramatik auf. Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für viele andere Länder, die im Gegensatz zu Polen oder auch den baltischen Staaten, die früher als Deutschland, früher als Frankreich die Gefährdung vom russischen Imperialismus gesehen haben und die auch die richtigen Konsequenzen gezogen haben. Im Gegensatz dazu sind wir schlecht aufgestellt. Die Zeitenwende, die der Bundeskanzler dankenswerterweise auf den Weg gebracht hat, kommt für Deutschland 10 Jahre zu spät. Herr Rüttgen, ich muss jetzt leider reingeben, denn die Präsidentin hat bereits ihren Platz eingenommen.